Lisa. Guten Morgen von unserem ersten richtigen Tag zu Roadtrips. Wir sind ja gestern losgefahren, 300 Kilometer bis Sudbury, haben da auf dem Walmart-Parkplatz übernachtet. Das ist hier eigentlich relativ easy möglich. Muss einfach den Store-Manager fragen nach der Erlaubnis und dann geht das. Sudbury war jetzt entsprechend unspektakulär. Und jetzt sind wir schon 2 Stunden weitergefahren, heute Morgen direkt um 7:45 gestartet. Wir machen jetzt hier den ersten szenischen Stopp, nee, szenisch sagt man nicht, den ersten schönen Stopp in Blind River, das ist hier am Lake Superior und hier ist es auch wirklich schön. Gucken wir uns mal eine halbe Stunde den Ort an und dann geht es auch schon weiter. Tag von unserem Roadtrip. Wir fahren von Marathon nach Panda Bay, sind nur 300 Kilometer, ist aber auch ganz gut. Wir wollten eigentlich wandern gehen heute Morgen noch in Marathon, aber es hat geschneit über Nacht und da war echt schlechtes Wetter. Und jetzt die ersten 1,5 Stunden war auch wirklich unangenehm zu fahren mit super Nebel, 50 Meter Sicht teilweise. Aber jetzt setzt sich so ein bisschen die Sonne durch, glaube ich. Und jetzt sieht es aus wie ein Winterwunderland. Wir haben jetzt alles schon von Sonne und Schnee innerhalb von 2 Tagen gehabt. Abenteuer ist es auf jeden Fall. Schönen guten Tag. Folgende Situation: Wir haben Samstag, den 23. April. Wir stehen hier auf dem Walmart-Parkplatz. Und zwar in Brandon. Das war eigentlich überhaupt nicht auf unserer Liste, aber Wetterkapriolen haben uns jetzt hier hingebracht. Wir sind heute nur 125 Kilometer gefahren. Und die Situation ist die, dass die nächsten 2 Tage hier richtig Schneesturm sein soll und es wird überlegt, den Highway zu sperren und 90 km/h Wind und so weiter, und mit hier dem großen Wohnmobil kann man dann hier nicht fahren auf dem Highway, weil das hier auch rechts und links vom Highway 500 Meter ungefähr oder so gar nichts ist, das heißt, du bist dem Wind komplett ausgesetzt. Entsprechend stecken wir jetzt hier fest bis Montag. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir die Tage rumkriegen. Waren schon im Fitnessstudio immerhin. Jetzt wärmen wir uns dann gleich wohl von innen und hoffen dann, dass wir bis Montag nicht erfroren sind.
schönen guten Abend und Grüße aus Alberta. Wir haben es rausgeschafft aus dem Winterwetter, aus dem Wintersturm. Heute Morgen bei minus 8 oder 9 Grad losgefahren. Über eine 10 cm Eisschicht. Das war noch mal ein bisschen heikel auf dem Highway. Aber dann 830 Kilometer gut durchgekommen. Und hier haben uns tatsächlich 20 Grad erwartet. Super angenehm. Und jetzt laufen wir hier endlich mal ein bisschen während dem Roadtrip durch die Landschaft. Sieht auch wirklich schön aus. Hier endlich mal ein bisschen grün. Wir holen jetzt gleich unsere Wäsche ab, die wir eben abgegeben haben hier in der Wäscherei. Dann geht es gemütlich ins Wohnmobil und morgen machen wir auch eine Wanderung. Hallo nochmal, ich melde mich ein letztes Mal hier in diesem Vlog und zwar aus dem Banff Nationalpark. Wir haben es bis in die Rocky Mountains geschafft. Hier bleiben wir jetzt für 3 Tage, weil wir hier viel wandern wollen. Bietet sich natürlich mega an, super geil hier. Laufen gerade auch mal in den Ort, zeigen euch nochmal ein paar Eindrücke von da. Und den restlichen Teil des Roadtrips inklusive unserer Wanderungen in den nächsten Tagen und die Strecke bis Vancouver gibt es dann im nächsten Vlog. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.